Grüß euch Leute, herzlich willkommen zum zweiten bzw. zu einem Bonuspart von Sekiro. Heute werden wir im New Game Plus 3, ich kann es euch sogar beweisen, weil hier die ganzen Relikte und alles sind überall zwei, außer bei dem einen, werden wir mit unserem Hauptcharakter versuchen, Genichiro in seiner ersten Form zu töten, hier beim, ja, da drüben halt. Dort hinten. Man sieht es jetzt nicht, aber dort ist der Durchgang. Und das werden wir heute versuchen, zusammen mit That Shinobi at the vielleicht bottom of the hohe, well. We didn't dem shackle zweiten. him, restrain him, nothing. That doesn't worry Einem anybody? Zweiten Charakter Not at all. sollte das nicht Not only is he funktionieren. unarmed, he has completely lost his will to live. Nothing but a coward. Unworthy of our concern. Ja. Ich gehe mal ein bisschen schneller durch, weil ich sehe übrigens gerade, wir haben tatsächlich. Ah ja, eine Frage, da kann man. Man kann tatsächlich so ein bisschen schneller sein. Ich glaube, das habe ich bei einem Speedrun gesehen. Auf jeden Fall, man kann, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, offenbar ohne dem Amulett starten. Oder man startet eher per Default ohne dem Amulett. So, ich werde hier auch alle Cutscenes und so skippen, weil die kennen wir schon. Die Gegner skippe ich mal nicht, ganz einfach, damit ich ein Feel bekomme dafür, ob das New Game Plus 3 deutlich schwieriger ist oder etwas schwieriger oder wie. Loyal, what were you? After Do you? I... No, right now. As you... There's this Lord E. Was? I want you. You know, I will. Oh, Kuros Amulett geben, nichts tun. No. I see. I leave this in your hands then, Wolf. Und damit sind wir, glaube ich, jetzt. Genau. Ich glaube, ich sollte sogar vorher noch einmal sterben gegen den Miniboss am Ende. Huh. Einfach um hier wieder volle Heilung zu haben. Huh. Ich glaube, das war's. Genau, wobei, lass mich kurz mal am ersten sterben. Wobei, ich weiß nicht. Gibt's vorher noch einen so ein Idol? Ich lasse mich jetzt sicherheitshalber mal von dem töten. Sicherheitshalber, damit ich volle Heilung habe. Falls es kein. Wenn ich nicht mehr weiß, ob es ein Idol gab. Und hier kann man ja auch noch nicht resurrecten. Was die Sache mit Genichiro echt nicht einfach macht. Allerdings, ich habe den, da ich das hier, diesen allerletzten Part von Sekiro, den ihr für zumindest eine lange Zeit sehen werdet, falls es DLC gibt und ich das oder ich das andere Ende nochmal zeige, habe ich auf jeden Fall zumindest jetzt das Glück, dass Genichiro gerade erst da war. No. Habe ich ja hier das Glück, dass ich Genichiro vor 10 Minuten oder 20 Minuten das letzte Mal besiegt habe. Achso, meint ich, hätte mich gar nicht töten müssen. Ich hätte die einfach hier mit meiner Fähigkeit machen können. Endlich kann ich parieren, ohne Damage zu kriegen. Das wird bei Genichiro sicher gut helfen. Kein Damage. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht herrlich, kein Damage zu bekommen? Kann man eigentlich an dem Typen vorbeilaufen? Der würde mich einfach interessieren. Ich glaube, man kann tatsächlich an dem vorbeilaufen. Aber ich will ein Gefühl für den Miniboss hier kriegen. Weil Genichiro ist zwar schon nochmal ein anderes Kaliber, aber... Ja.
Genichiro ist dann, glaube ich, noch anderes Kaliber. Ich kann jetzt leider halt noch keinen... Wir haben zwar unseren Arm, unseren Shinobi-Arm, aber... Wir haben halt noch keine Prothesenmodule. Was ein bisschen sackt, muss ich echt zugeben. Wir haben rein theoretisch Ninjutsu, was uns aber bei Genichiro nichts bringt. Wir haben einige Heilungen. Das Blut wird Reis. Zermonitadof. Ich könnte halt mir Wiederbelebungen geben. Kann ich mir jetzt theoretisch eine Wiederbelebung geben? Kann ich nicht. Dann habe ich dieses Item tatsächlich nicht einmal im ganzen Spiel verwendet. Worüber ich echt eigentlich stolz bin, habe ich Arcus Konfekt. Ich habe Arcus Geistschutz und da ich eh keine Dinge habe, kann ich Arcus Geistschutz zusammen mit Ungus Geistschutz oder Ungus Konfekt eigentlich nehmen, um meine Chancen bei Dingen zu verbessern. Wir machen Genichiro. Wir machen ihn. Zur Not habe ich noch einen Zweitcharakter. Ach ja, genau. Ich weiß, ich habe das schon einmal gezeigt. Oh. Man kann hier Wachen belauschen. Das habe ich auch noch nicht gewusst. Soweit ich mich jetzt erinnern kann, habe ich das noch nicht gemacht. Weil ich habe das ja beim ersten Mal nicht gesehen. You know that secret passage at the bottom of the moat? Under the bridge? We just got orders to guard it. Security is getting tight. War will be upon us very soon. Man sieht sogar da hinten leicht Ashina. Also die Burg. Ist ja geil. Dann holen wir uns das tatsächlich dieses Mal. Okay, der Gegner ist entsprechend auch einfach, Gott sei Dank. Ich glaube, die da oben kann ich gar nicht aggroen. Was ich allerdings machen kann, ich kann mir nämlich hier das hier snacken. Ich hoffe mal, ich kriege dadurch keinen Falldamage, aber der ist ja in dem Spiel quasi nicht existent. So, ich habe dadurch auch keine Items verpasst, also das ist eigentlich der bessere Weg. Kann man nicht anders sagen. So. Natürlich. Alles klar, dann... Where shall we go once we're away from the castle? I suppose perhaps. What do you? Whatever. Whatever. My love. Onward. Da muss ich gerade wieder an das Ende denken, was wir gesehen haben. Warum kann ich jetzt Arcus Geistschutz nicht verwenden und Ungus Konfekt? Das gefällt mir nicht so sehr. Okay, aber die Sequenz schauen wir uns an. Ich blende mich dafür jetzt nicht extra aus, weil ich mir die Arbeit nicht antun will, aber trotzdem. Schaut auf Sekiros Schwert, wie er es zieht. The divine heir. Last we stood together was your uncle's funeral. Lord Genichiro. I... Thank you. Leave this to me. So the noble Shinobi stands in our way. Habt ihr gesehen, wie Genichiro hier eher das Schwert gezogen hat? You face Genichiro Ashina. Ah nein! Oh, okay. Aber ich habe Heilungen und Geistschutz. Okay, er macht offenbar immer hier den Ding. Oh nein, ich habe keine Resurrection, fällt mir gerade auf. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen downwehren, damit er...
Okay, vielleicht wird er mich auch downwehren. Wobei. Solange ich diesen einen Kack-Move mache, der mich quasi sicher instant tötet. Oh, jetzt wollte er, glaube ich, diesen Kack-Move eben machen. Okay. Okay, soweit war ich halt noch nicht on camera zumindest. I will not be defeated. I cannot. Ich wette, es gibt irgendwelche kranken Wichser, die das beim First Try gemacht haben, genauso. Ah, das ist eigentlich gut, um das hier auszunutzen, aber... Okay, fick dich halt einfach. Ah nein, in der zweiten Phase macht er das andere, genau. So, und easy as fuck und viel Spaß mit dieser Sequenz. Bastard. Shinobi'd know the difference between honor and victory. The divine heir is coming with me. Ja, cool, oder? Also ich finde es allerdings ein bisschen lame, dass man mit dieser Sequenz belohnt wird, wenn man tatsächlich, vor allen Dingen gerade im ersten Durchlauf, in allen anderen, haben wir gerade gesehen, im New Game Plus 2 geht es von der Schwierigkeit echt, dass man ihn hier besiegt. Aber gerade, ich glaube, wenn du es im ersten, also wenn du dich wirklich reinbeißt, das Spiel... Weil du vielleicht einfach so einer bist, der solche Sachen wissen möchte, direkt am Anfang. Wenn du einfach die ersten 10, 20, oder wie lange habe ich gespielt beim allerersten Mal, bis dorthin die ersten so 30 Minuten spielst und dann an den Punkt kommst und jetzt hier stehst und dir denkst, okay, nee, ich starte jetzt ein neues Spiel, ich will wissen, was passiert, wenn man den platt macht. Kann man den platt machen? Und du es dann 10, 20 Mal versuchst, bis du es irgendwann ohne Mikiri, und ich habe gerade sehr häufig Mikiri und Springen gemacht, oder, wobei Springen kann man ja, aber trotzdem, ich mache halt auch relativ viel Haltungsschaden und alles. Aber wenn du dich quasi 10, 20, 30 Mal durchbeißt, einfach um es zu wissen, weil du es wissen willst, und dann kommt die Sequenz. Ich persönlich würde mir, wenn ich da 5 Stunden für gebraucht hätte beim ersten Mal, wo ich ihn besiegt habe, echt so ein bisschen verkackt vorkommen, weil das Ergebnis ist dasselbe und die Sequenz ist jetzt auch nicht großartig anders. Da kommt so ein... Ich glaube, dieses, wo dieser Stern reinkommt... und dass Sekiro kurz wegschaut, sind die zwei einzigen Sachen. Das sind 2-3 Sekunden, wo diese Sequenz länger ist. Finde ich persönlich ein bisschen schade. Aber ja, ich möchte Sekiro trotzdem nicht mit schlechten
in schlechten Erinnerungen haben. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns bei einem anderen Let's Play definitiv. Das war der letzte Bonuspart und das letzte grundsätzlich von Sekiro von mir. Und ja, wir sehen uns dann in einem anderen Let's Play. Das alles habe ich ja schon gestern im eigentlichen letzten Part vom New Game Plus gesagt. Ja, das war jetzt mehr oder weniger nur so ein kleiner Nachtisch, Nachschlag, Nachtrag. Das Video ist ja auch nicht mal eine Viertelstunde lang. Also ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid von der... Ihr könnt mir gerne sagen, ob ihr diese Sequenz cool findet, weil sie irgendwie noch ein bisschen Sekiro noch mehr noobig am Anfang wirken lässt, weil er lässt sich halt relativ einfach ablenken, während später ist ihm wurscht, dass sich Genichiro hier die Kehle aufschneidet und da kommt ein anderer Typ raus. Sekiro ist focused. Also, dass man da noch ein bisschen mehr einen Unterschied paintet. Habe ich gesagt, Schwert zieht er ganz beschissen aus der Scheide hier beim ersten Mal. Ja, könnt ihr mir gerne sagen, ob ihr welchen Standpunkt ihr da aufnehmt, einnehmt. Bevor ich weiteren deutschen Sprachdurchfall produziere, mit meiner Grammatik und weil ich aktuell so ein bisschen Meshuggah, also nicht Meshuggah bin, seht ihr, ich bin müde, sagen wir es so. Sagen wir es, wie es beim Namen ist. Ja, das war Sekiro. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser Bonuspart. Ja, und wir sehen uns demnächst wieder. Tschüss, Leute.